Was habe ich noch veranstaltet die letzten Tage? Ich bin ehrlich gesagt nicht zu viel gekommen. Aufgrund der Geheimdienstereignisse seit Februar. Ich habe mich noch mit PID-Werten beschäftigt. Also erstmal, ich habe jetzt noch ich wollte es unbedingt wissen, die 95er Blätter jetzt nochmal besorgt, weil ich hatte so einen komischen hohen Fiebton mit diesen 105er langen Blättern. So ein ganz hoher, so ein ganz hoher fiepender Ton, der ging nicht weg. Und das hat mich etwas beunruhigt, so ein hoher Fiebton. Ist nicht, glaube ich, nicht so gut in Aerodynamik. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese 95er Blätter mir noch besorgt, auch von Helitech, der Blattschmied. Hab die noch lackiert. Und jetzt fliegen geht nicht. Es ist zu, also irgendwas einfliegen, einstellen geht nicht. Es ist viel zu windig. Es funktioniert nicht. Dann kann man nichts justieren oder dergleichen. Tut man sich sehr schwer und man kann sich nicht so richtig auf die Werte verlassen, die man eingestellt hat. Aber ich bin jetzt bei PID-Werten von 120, 120,7 für Roll, Pitch und Tail. Und jetzt bin ich noch dabei, mit der Safe Gain Einstellung noch ein bisschen die auszutesten. Das sind Prozentwerte. Also da geht es 15 war ich jetzt. Jetzt teste ich mal 16 und 17 durch und schaue, wie es reagiert. Aber habe das heute erst draufgeschraubt. Hier die 95er, die sind heute gekommen. Und so zum Fliegen bin ich nicht gekommen. Also es hat jetzt nicht funktioniert die letzte Woche oder so, fast jetzt knappe Woche. Wenn es mal schön ist, dann ich habe hinten noch die. Ich war mir nicht sicher, ob die nicht einen kleinen Ditch bekommen hat. Die Tail-Talk-Stange. Deswegen habe ich die jetzt nochmal gewechselt und habe mir jetzt davon allein eine Stange noch besorgt. Da drei Kugellager rein mit den Gummipropfen. Da sind jetzt drei Kugellager drin. Hier sitzt eins, da sitzt eins und hier sitzt eins. Ich glaube 35 cm, 10 cm, 10 cm. Das ist wirklich schön ruhig. Kann sein, dass die durch diesen komischen Bugs Bunny-Effekt mit diesem Attitude-Trim für Pitch austesten, als ich da die Werte verstellt habe, um mögliche Drifts irgendwie wegzubekommen. Und ich dann, wie gesagt, den Helikopter rückwärts landen musste, weil ich bei Vollausschlag Pitch vorwärts schon war und der driftete immer noch rückwärts. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als den Helikopter rückwärts abzusetzen. Deswegen hatte ich dann für so ein paar Sekunden, für eine Sekunde, 2 Sekunden, ditchte da so richtig der Heckrotor in den Rasen. Und dabei hatte ich ja die, haben sich ja die Einritzel, hat sich da dann Knacks wegbekommen. Die habe ich ja auch noch ausgetauscht. Also es ist wirklich durch Software-Testerei ist man ständig mit irgendwie mit Ersatzteilen beschäftigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Plastikzahnräder ist immer noch nicht mein Ding. Aber ich muss mich damit abfinden. Jedenfalls bin ich jetzt bei 120, 120,7 für Roll, 120, 120,7 für Pitch
und 120, 120, 7 für Tail. Mein Safe Gain Wert, der liegt jetzt bei 17. Der Helikopter ist erstaunlich ruhig. Also ich habe das heute nur kurzweise getestet mit den, als ich die Blätter draufgeschraubt habe hier, die 95er. Also er ist schon viel ruhiger geworden am Boden. Kurz vor Takeoff. Ich nehme mal an, ich habe die noch mal nach dem Anschrauben der Blätter habe ich den noch mal kalibriert. Mit digitalen Pitchlehre hier aufs Blatt gelegt, 0 Grad, das Blatt so gestellt, hier 0 Grad, Pitchlehre draufgelegt, 0 Grad, kalibriert, weil ich bin mir jetzt nicht sicher mit den wieder etwas kürzeren Blättern von 95er Länge. Ich habe das jetzt gemacht, weil wie gesagt, der Fiebton, dieser ganz hohe Fiebton, den man da hört, den fand ich irgendwie komisch. Jetzt wollte ich das austesten, ob das bei den 95er Blättern statt den 105er Blättern genauso ist. Und ich habe jetzt kein Fiepen gehört heute. Also ich habe kein Take-off gemacht oder so dergleichen. Ich habe nur den Helikopter neu kalibriert, meine Throttle Curve liegt bei 0, 72, 72, 72, 72. Also laut eCalc liege ich da bei genau 1000 Umdrehungen pro Minute auf dem Rotorhead. Und ich habe das heute nur mal getestet nach dem Kalibrieren. Also dieses Zuckeln ist jetzt weg. Da bin ich aber jetzt noch am Safe-Gain-Wert austesten. PID-Werte ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Den Safe-Gain-Wert 1% rauf, 1% runter. Schauen, wie ich hinkomme. Der Rest entscheidet sich dann, wenn es endlich mal so richtig schön windstille wird. So ein schöner sonniger Tag bei so 10, 11, 12 Grad. Und dann bestenfalls absolute Windstille, entweder ganz früh morgens, aber es ist noch richtig arschkalt früh morgens. Am Abend geht es dann noch einigermaßen, aber es kühlt dann auch relativ schnell ab. Aber so absolute Windstille, das wäre natürlich mal so jetzt der Optimum, um das jetzt noch irgendwie auszutesten, auch mit dem Envelope. Bisschen rauf, noch ein bisschen runter. Ich, wie gesagt, bin von 45 auf 35. Jetzt habe ich es mir auf 30 eingestellt und den Attitude Trim für Roll für bei 300. Und bei absoluter Windstille, wenn man den einfliegt, bin ich mal gespannt. Der stellt sich ja dann im Flug doch noch etwas nach, der Flight Controller. Also wenn man dem, wie gesagt, bei idealen Bedingungen den Helikopter steigen lässt, möglichst, wie gesagt, wenn er kerzengerade ganz ruhig, die Blätter muss man halt so hinstellen, sich hinstellen, dass es passt hinten vom Tail her und dann einfach schön gerade, ohne dass er so macht, gleich nach dem Abheben oder so oder so oder so. Das wäre schön, aber meistens ist es, wie gesagt, erstmal so ein Linksdrift. Dann muss man nachkorrigieren und dann steht er eigentlich. Also wenn es so ganz schön sanft senkrecht nach oben gehen könnte, wäre schön. Die Vibrationen da, die sind jetzt, also ich habe das heute nur kurz getestet. Ich habe jetzt keine großen Vibrationen feststellen können, aber ich bin jetzt, wie gesagt, der ist ja noch nicht richtig eingeflogen mit den Blättern, also ich habe es noch gar nicht richtig testen können jetzt mit diesen 95ern Länge von der Blattschmied.
Das muss ich ja auch noch erst richtig einstellen. Das kann man aber auch nur bei Windstille machen. So kann man es dann auch richtig einfliegen. Idealerweise bei absoluter Windstille Helikopter mal so auf 5 Meter steigen lassen und dann schauen, ne? Also wenn er so ein bisschen, ich mache jetzt auch gar kein Subtrimming mehr. Ich lasse den so ein bisschen driften, so 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter, in der Hoffnung, dass das GPS das irgendwie mitbekommt, dass der irgendwie driftet. Und ich habe festgestellt, also wenn man den dann so ein bisschen einfliegt und so ein bisschen Vorwärtsflug macht, das scheint irgendwie zu helfen, dass sich der Flight Controller noch so leicht nachjustiert, ne, damit dann der am Ende der Einfliegen Flugphase, der praktisch dann wirklich wie eine Eins in der Luft so ein 4 Meter stehen bleibt. Das ist eigentlich so das Prozedere, was ich irgendwie noch durchtesten möchte. Dann auch noch mal jetzt gerade auch mit den Heckrotorblättern den Helikopter mal durchtesten. Ich habe das heute mal versucht. Auch neue Akkuladung hinstellen, Stecker ziehen und Blätter so lassen, wie sie sind, und dann warten bei steigender Drehzahl, dass sich das Heck so leicht dreht, sich ja dann leicht durch das Drehmoment. Die Blätter stellen sich dann langsam ein, bis der dann so die Idealstellung gefunden hat. Will jetzt auch mal durchtesten, nachdem ich den jetzt nochmal einkalibriert habe, den Flight Controller. Das muss ich noch austesten. Dann wollte ich dann mit der Drehzahl noch mal schauen, wie sich es noch fliegt, wenn man sogar noch ein bisschen Stück weiter runter geht. Einmal mal testen. Also finde ich jetzt interessant. Also ich möchte natürlich aufpassen, dass da nichts passiert. Und dann, wie gesagt, den Safe-Gain-Wert noch ein bisschen durchtesten und schauen. Ja, ich glaube, zu hoch darf er nicht werden, aber es sind Prozentwertchen, Werte, die ich jetzt durchteste. Plus, minus 1% rauf und dann schauen, wie er reagiert. Kann man aber auch nur dann machen, wenn es richtig schön windstill ist, so richtig ideale Windbedingungen. Wetterverhältnisse bei fast nahezu absoluter Windstille. Also wenn man es in der Halle fliegen könnte, wäre es natürlich so als Testpilot nicht doof. Ne, da ist man wetterunabhängig. Habe ich aber nicht. Insofern müssen wir jetzt warten, bis ich da die 95er Blätter durchteste, bis ich das eingeflogen habe, sehen kann, wie der Helikopter reagiert mit den PID-Werten, schauen, ob ich da noch raufgehe um 5, 125, 125, 7. Ich glaube aber, allzu viel Luft nach oben ist nicht mehr. Das ist jetzt schon fast maximal, also weiß nicht, wenn die Temperaturen steigen draußen, wie es dann ist. Steht ja im Handbuch, glaube ich, auch drin, ne? Bei steigenden Temperaturen, klimatischen, bei wärmeren klimatischen Verhältnissen, kann man da sogar noch ein bisschen raufgehen mit den PID-Werten, aber das sieht man dann, wenn es soweit ist. Also wenn ich den so richtig schön, wenn er so ganz, also was ich noch rauskriegen wollte, versuchen wollte, ist wie gesagt, so in Bodennähe dieser Hover. Manchmal, ich weiß nicht, ob das mit dem Tail zusammenhängt, dass der manchmal einfach noch so ein bisschen schwammig ist am Boden. Ne? Also wenn er ganz ruhig stehen könnte, auch gerade jetzt bei den relativ hohen I-Werten, um da irgendwelche Winde auszugleichen,
Das wäre schön, wenn er nach einem so halben Meter Höhe dann noch etwas ruhiger wäre. Ne? Das wäre noch schön. Der Verisoft Motorstart gestern oder vorgestern war das. Einmal hat er funktioniert, ganz langsam angelaufen. Dachte ich mir, ja, das ist es. Aber das hat nur einmal funktioniert und dann nicht mehr. Mein WLAN habe ich jetzt ausgeschaltet. Also das bleibt jetzt erstmal aus. Ich weiß nicht, ich glaube, die Jungs frickeln da zu viel rum. Und was ich in Flight Controller noch sagen wollte, also ich habe das festgestellt mit dem anderen Helikopter, mit dem kleinen, als auch bei dem hier. Ich weiß nicht, ob man das noch optimieren kann. Aber wenn man solche Steuerausschläge hat, ne, also entgegengesetzt, also eine Kurve fliegen ist mal meistens so, eine Rechtskurve, eine Linkskurve geht gut. Also wenn man gerade so ein bisschen Wind hat, der von der Seite kommt und man macht dann solche Ausschläge, also entgegengesetzt, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass der Helikopter dann ein bisschen instabil wird. Also irgendwie scheint es da, glaube ich, noch so ein bisschen Stability-Nachhol-Optimierungsbedarf zu geben. Ne? Also bei solchen Steuerausschlägen, wo es entgegengesetzt ist, das ist auch wirklich mit dem Drehmoment vom Hauptrotor, wenn da noch so leichte Winde dazukommen, plus vielleicht noch ein leichtes Collective dazu. Das sind so Faktoren, wo ich gemerkt habe, da wird der Helikopter manchmal so ein bisschen instabil. Muss ich nochmal durchtesten, weil vielleicht kann man das noch irgendwie. Vielleicht kann man da noch was machen, ne? Also das Künstlerprojekt besteht daran, die optimalen Werte zu finden, dass er wirklich ganz seicht, sicher, stabil vom Boden abheben kann, auch nicht irgendwie auf den Kufen großartig rumrutscht am Boden, auch nicht kippt, weder nach links noch nach rechts, ne? Also keine Kipper. Keine Zittereffekte, wenn so die Optimalstellung der Blätter hinten nicht gefunden ist am Heckrotor. Also so ein ganz, keine Drifts nach dem Starten. Also wirklich so ein ganz, dass man so ganz seicht, sanft, so richtig scale-echt abheben kann. Ne? Und natürlich das beim Landen auch, ne, bei so einem halben Meter über dem Boden, dass das noch stabiler wird und nicht so, ne, dass man den so ganz sanft, seicht auch landen kann. Ne? Also das hat aber auch, wie gesagt, mit PID-Werten und dem Safe Gain zu tun. Das Attitude Trim lasse ich jetzt mal auf 30, das Envelope lasse ich jetzt mal auf 30 und den Attitude Trim für Roll auf 300. Verstellen werde ich da jetzt erstmal nichts. Wie gesagt, bei fast nahezu Windstille mal so ein 4 Meter in die Luft setzen. Die Sticks den so lassen in der Mitte. Und dann schauen, was passiert, wenn er driftet. Driften lassen. So
5 Meter, 10 Meter, 15 Meter, dann wieder an die Stelle zurückführen, das gleiche nochmal testen, stehen lassen, Knüppel rechts nicht bewegen, stehen lassen, driftet er immer noch, dann mal so einen Vorwärtsflug zu machen, wieder zurücksetzen, stehen lassen, sehen, ob er dann immer noch driftet oder ob er dann stehen bleibt. Lauter solche Testvorgänge, halt um das Stability Test RC Testpilotenprojekt noch etwas einen Schritt vorwärts voranzutreiben. Das sind, wie gesagt, alles noch so Einstellungsmodalitäten, die ich machen muss mit Flugtests, um zu sehen, wie er reagiert. Und soll natürlich absolut sicher in der Luft sein. Also man soll bei gar keinem einzigen Flugmanöver irgendwie das Gefühl haben, es wird jetzt irgendwas instabil oder irgendwas stimmt jetzt nicht. Oder in 3 Meter Höhe einfach mal oder 4 Meter Höhe den einmal sich um die eigene Achse drehen lassen, ne? Langsam, ohne dass er irgendwie abdriftet, wirklich, dass er schön so mit dem Heck sich einmal um die eigene Achse drehen lassen, ohne dass er dann irgendwie in der Luft komisch wegdriftet. Das muss ich noch dann noch austesten. Und genau, also das sind noch etliche Flugerprobungstests, die ich da machen muss, um dann beurteilen zu können, wo noch Stabilitätsprobleme gibt oder dann auch nichts mehr viel verstellen, sondern einfach mal so 5 Akkuladungen durchfliegen. Am nächsten Tag genauso mal schauen, dass es wirklich auch konsistent ist. Also man, wenn man dann das wirklich mal eingeflogen hat, das Modell, diese ganzen Flugtests abgewickelt hat, dass man sich dann oft darauf verlassen kann, dass es wirklich bei jedem Flug genauso identisch ist wie der Flug davor, dass man sich darauf verlassen kann, dass sich da nichts verstellt oder der Helikopter auf einmal aus irgendwelchen Gründen komisch reagiert, weil sich der Flight Controller irgendwie verstellt hat oder nicht, dass man dann wieder kalibrieren muss, dann fängt man doch von vorne an. Weil ich glaube schon, das ist ja so, ne? Wenn man das neu kalibriert, dann muss er ja wieder neu eingeflogen werden. Ne? Also das ist ja dann alles, was man dann an Flugerprobungen schon durchgetestet hat, das ist ja dann wieder weg. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich habe ja keinen Ingenieur in Software Engineering, den ich mal fragen kann, der mir dann eine konkrete Antwort gibt. Genau, also das ist so, die To-Do-Liste ist eigentlich lang. Und das ist jetzt aber, wie gesagt, wetterabhängig. Einfach mal warten, bis man so einen idealen Tag findet. Jetzt noch die restlichen mechanischen Arbeiten gemacht. Also ich habe, wie gesagt, diese Torque-Tube da gewechselt. Vorher war die von diesem Phoenix Tech Kit da drin. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die durch den Ditcher da hinten so einen kleinen Verdreher bekommen hat. Ich habe sie rausgenommen heute, gestern habe ich sie rausgenommen. Ich glaube, es war leicht unrund, ne? Also die von allein, die ich jetzt da eingebaut habe, das scheint noch ein Tick ruhiger zu sein. Also die scheint
keine Unwucht zu haben da drin, ne, mit den drei Kugellagern. Das hat also gut funktioniert. Bis auf, wie gesagt, diese Zahnräder, da habe ich von livehobby.de bekommen. Das sind auch allein. Das sind eigentlich die gleichen wie hier hinten. Diese Hartplastik-Zahnräder, da muss ich schauen, das Waffenfett, das ist nicht klebrig, dickflüssig genug. Jetzt werde ich mal schauen, ich werde mal aus mir aus dem Fahrradshop mal schauen, dass ich so ein richtig schön gutes Fett bekomme. Das nimmt man ja meistens so beim Mountainbike-Bereich. Gibt es das für Ketten? So ein richtig klebriges fettendes Fett. Das ist so ein richtig feste Pampe. Das Waffenfett, das ist, glaube ich, noch zu. Das ist zwar das ist wie eine Creme, aber wie so eine. Wie soll ich sagen? Die Viskosität, die ist schon wesentlich höher. Das ist kein Flüssigöl, weil das bringt ja nichts, ne, bei so Zahnrädern. Das ist ja, spritzt ja sofort weg. Waffenfett, das hält sich schon länger, aber auch nicht lange genug. Deswegen wollte ich jetzt mal so ein Fahrrad, so ein dickes, festes, klebriges, ganz wenig nur drauf, um das mal zu testen. Und wie gesagt, die gleichen Zahnräder, die habe ich ja von livehobby bekommen. Für den hinteren Bau, da hatte ich schon mich etwas beschwert, weil die sind etwas unrund und es gibt so drei Zähne. Da haken die etwas zu sehr ineinander. Ich hoffe, das verschwindet dann irgendwann, der Effekt. Aber ich bin nicht so ganz zufrieden mit den neuen Zahnrädern, die ich da bekommen habe. Weil die haben, wie gesagt, ich habe das ja ausgebaut, die Zahnräder, die alten, die noch drin waren. Es war ja nur das Zahnrad betroffen, das direkt an die Autorotationsscheibe geht. Das war um einen Zahn leicht verbogen. Die anderen beiden, also der 90-Grad-Winkel, der war ja noch intakt. Und ich habe ja das dann ausgebaut, habe das dann getestet, also der 90-Grad-Winkel-Zahnräder, die sahen noch total gut aus, also da gab es überhaupt keine Probleme, selbst bei denen, die noch drin waren, nach diesem Ditcher auf dem Boden. Und jetzt habe ich diese neuen Zahnräder davon allein bekommen, diese 90 Grad ums Eck, und die sind irgendwie etwas unrund gegossen und da gibt's, also immer bei der Stellung haken da so drei, vier Zähne zu sehr ineinander, ne? Also da ist der Abstand nicht groß genug, zwischen den Zahnrädern, dass es da halt die zu sehr ineinander haken sozusagen. Ne? Das ist ein bisschen doof. Das stört mich schon sehr, aber boah, jetzt den ganzen Vogel wieder auseinandernehmen, die ganze Mechanik auseinanderbauen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann noch legt. Mal gucken, wie ich da mit dem Fahrradkettenfett irgendwie, wie ich da hinkomme, dass ich das noch etwas optimieren kann. Aber ansonsten, von der Mechanik her, gibt es da jetzt eigentlich nichts mehr groß zu bemängeln.
habe mich halt nur geärgert, ne, weil es neue Zahnräder sind und dann erwartet man schon, dass sie dann auch wirklich gut gegossen sind und nicht irgendwie so ein unrunder Blödsinn da drin ist. Also wie gesagt, ich Zahnräder aus Hartaluminium wären mir immer noch am liebsten. Hier die zwei, hier die drei und hier vorne die zwei, ne? Also am besten alles aus Hartaluminium, schön gefräst, aber gibt es halt nicht. Genau, also das war jetzt so die Tests, die ich jetzt machen konnte bei halbwegs Wetter, aber selbst bei einer einigermaßen windgeschützten Künstler-Ateliergarage und eine Hausmauer. Da kommt immer mal eine blöde Windböe und da kann man nichts einstellen hier hinten. Das ist blöd. Also das macht dann echt keinen Spaß. Dann steht man da gerade und es macht gerade so eine windstille Phase und dann kommt die nächste Böe. Und man kann dann auch keine. Also bei Windböen, die mal so schnell daherkommen, da kann man auch keine PID-Werte durchtesten. Da kann man das Tail nicht richtig einstellen. Mit dem Helikopter auf den Boden setzen und den einfach mal so drehen lassen auf dem Boden und schauen, dass er den optimalen Wert findet. Die optimale Blattstellung hinten. Und dann noch den Safe-Gain-Wert durchtesten. Geht halt nicht, ne? Bei so immer mal so ein Windgebläse zwischendurch geht nicht. Aber das ist jetzt so, die To-Do-Liste ist relativ lang. Die Blätter sind gekommen, die Torque-Tube ist ausgetauscht. Ich glaube schon, die hat so einen kleinen Dreher bekommen, war aber nicht beschädigt. Also ich hätte schon fliegen können, aber aus Sicherheitsgründen war mir das jetzt einfach wichtig, das jetzt einfach nochmal zu eruieren und zu testen. Festgestellt, dass mit der Align-Torque-Tube das Spiel da ein bisschen geringer ist. Da ist jetzt weniger Spiel hier. Also der Hauptrotor bewegt sich dann auch gleich. Die ist gut, kann ich auch empfehlen. Kann man sich irgendwie bei Live Hobby habe ich mir die gekauft. Nachbestellt, die gibt es ja als Ersatzteil. Kann man echt froh sein, dass es Ersatzteile gibt, weil man braucht immer mal irgendwas, ne? Irgendwas, wenn die Software da nicht mitspielt und man irgendwas merkt, irgendwas stimmt jetzt nicht in Flight Controlling und Funktechnik und Software Engineering. Man ist ja dann irgendwie der Dumme, weil man kann halt teilweise wahrscheinlich selber nichts dafür. Man lernt nur irgendwie dazu und es geht ja darum, dass man dann irgendwann eine Funkfernsteuerungsanlage hat mit einem hochsensiblen Sensor da drin, was man Flight Controller nennt, wo man der sich wirklich gut anstrengen muss, bis man dann die Werte ermittelt hat durch. Oh, im Fluge hinter dem Helikopter stehen und sehen, was passiert und weiter weg vom Helikopter und sehen, was passiert bei unterschiedlichen Flugmanövern und dann um dann zu entscheiden, was man dann wieder nachjustieren kann. Also es ist schon wirklich ein langer Prozess und bedarf viel Geduld. Also gerade wenn man merkt, das Wetter muss mitspielen.
dann braucht man noch mehr Geduld. Manchmal wird man etwas ungeduldig, bringt aber auch nichts, kann man nichts machen, das ist so. Und ja, aber das Fiepen, ich habe das heute mal so dreimal testen können. Wie gesagt, geflogen bin ich nicht, abgehoben habe ich auch nicht, aber es war so kurz vor Takeoff mit den 95er Blättern, Modellhubschrauber, ein Profi von Modellhubschrauber.at hat mir geschrieben, nimmst du am besten viel, viel längere Blätter, stimmt also auch nicht, also ich bin jetzt froh, ich wollte das ja von Anfang an nochmal testen, die 105er Blätter, Heckrotor Blätter bin ich ja schon geflogen. Hat ja auch funktioniert, also ich habe jetzt da keine großen Probleme feststellen können, also so viel geflogen, in dem Sinne bin ich ja noch nicht. Aber das Fiepen hat mich etwas irritiert und die Heckrotorblätter von der Blattschmied, das sind ja Low RPM Blätter speziell für Scale Flying und man merkt schon, dass die ganz anders reagieren als diese normalen Akrobatik Blätter, die man da eigentlich eher draufsetzt, ne, für Leute, die Akrobatik fliegen. Aber das hat ja auch damit zu tun, dass die ja ihre RPMs auf dem Hauptrotor da wirklich gut hochschrauben, sodass hinten das ja wirklich um etliches schneller läuft. Und deswegen wollte ich jetzt diese Blätter in 95er Länge, so wie sie eigentlich zu einer 600er Größe gehören, glaube ich, mal durchtesten von der Blattschmied. Wie gesagt, geflogen bin ich jetzt noch nicht. Ich kann jetzt noch nichts, aber das nichts Konkretes dazu sagen, aber ich teste das noch durch und gebe dann Bescheid, aber ich bin jetzt soweit bei den ersten Tests, die ich gemacht habe am Boden, kurz vor Takeoff. Also ich konnte jetzt nicht mehr diesen hohen, sehr hohen Fiebton feststellen. Da bin ich jetzt schon mal etwas beruhigt und jetzt mal gucken, wie es dann auch fliegt. Aber das sind ja, wie gesagt, die Blätter von sind ja dafür ausgelegt, dass es Low RPM Blätter sind, die einen guten Föhneffekt haben. Ne? Es ist ja ein Föhn da hinten. Also der Föhn bläst die Luft nach da, damit der Heckrotor nach da geht, das Heck nach da wandert. Oder der Föhn bläst auf die andere Seite, damit das Heck irgendwie auf die Seite rutscht. Ne? Also es ist ja, also das ist ja ein Pull-Rotor und das ist eher so ein Push, ne? Rotor. Genau. Soweit dazu. Ich gebe dann Bescheid. Wie gesagt, also Werte jetzt momentan 120, 127 für Roll, 120, 127 für Pitch, 120, 127 für Tail. Envelope liegt bei 30. Attitude Trim für Roll 300. Attitude Trim Pitch 0. Safe Gain liege ich jetzt bei 17 und das müssen wir jetzt mal durchtesten und mal einfliegen mit dem nochmals kalibrierten Flight Controller. Der VeriSoft Motorstart hat, wie gesagt, einmal funktioniert. Ich war total überrascht, ohne dass ich irgendwas, also mitten im Bodentests
Prozess hat es einmal funktioniert, dass die Rotorblätter ganz sanft angelaufen sind. Ich habe aber nichts, ich selber habe zu dem Zeitpunkt, da habe ich glaube ich nur einen P-Wert von, da habe ich nur einen PID-Wert verstellt. Ansonsten habe ich gar nichts gemacht. Und der Helikopter tatsächlich, die Backrotorblätter fingen ganz langsam an zu laufen. Ich hab's. Take-off war nicht, aber es war einfach nur schauen, wie sich die Heckrotorblätter einstellen. Da hatte ich aber noch die 105er Blätter drauf. Da waren noch nicht die 95er drauf. Der Motor schafft es, der Scorpion. Der kann ganz langsam anlaufen, aber der Flight Controller spielt da nicht richtig mit von Spectrum Horizon Hobby in Verbindung mit ihrer Google Android App. Ne? Also irgendwas scheint da noch nicht so ganz fehlerfrei zu laufen. Also ich wäre, wie gesagt, froh, weil ich, wenn man die Zahnräder da noch ein bisschen mehr schonen kann, ist es auch gut. Also ich hoffe, die kriegen das noch hin.